Mit, wie gesagt, dem ersten Game. Yes. Yes. Wie auch Mittelstand. schon gesagt. Oh nein, ich habe die Rassen vertauscht bei Sky und TH. Oh, Oh, oh. ganz, ganz grober Fehler an dieser Stelle. Aber das Game ist noch gar nicht so lange her, also für die Top 100 Verhältnisse zumindest. Ja. Anderthalb Jahre, der aktuelle Patch ist es, und es war Genau. ein chinesischer IEF Qualifier im Lower Bracket. Also wer Ah. dieses Game verloren hat, war raus. Und jo, TH als Nachtelf, Sky als Human, das ist hier wie gesagt falsch, weil es der aktuelle Patch ist. Können wir euch da nichts zu sagen? Und es kann losgehen, Ja, kann es. Wir sind natürlich schon in-game. Twisted Meadows ist die Map und ja, ich sag gleich was dazu. Lass uns erstmal einen Sync machen. Ja, Ja, damit ich wir muss beide. erstmal hier auf 1 Minute kommen. Ach so, Das hatte okay, ich dann sage ich vercheckt. gleich was dazu. Manche werden sich fragen, TH, das ist doch ein Human-Spieler, korrekt. Aber er hat oft im Human Mirror quasi das Matchup gedodged und ist einfach auf Nachtelf gegangen. Manche werden sich jetzt fragen, ja, warum das denn? Ja, weiß ich nicht. Also, ich sehe den Grund auch nicht wirklich. Human Mirror macht halt ihm scheinbar nicht so viel Spaß. Oder er denkt einfach, dass sein Nachtelf stark genug ist. Allerdings gegen einen Human von Skies Format, gerade zur Hochzeit, sag ich mal, ist das jetzt vielleicht nicht so die beste Variante. Allerdings auf einer Map wie Twisted Meadows, gerade mit den Posis, die wir hier gleich sehen werden, kann das schon ganz gut sein für ihn. Bist du denn auf einer Minute? Ich bin sowas von auf 1 Minute. Du hast die Ehre des ersten Syncs. Ja, dann werde ich den doch gleich raushauen. Und zwar in 3, 2, 1, go. So, wir sind auf Twisted Meadows. Wir sehen Sky, aka The Middle Student, Oh, auf der stopp! 20. Was? Auf 1,10. Ich habe die Farben falsch. Ich bin bei 1,11. Kriegst du das hin? Das kriege ich hin. So, ich auch. Nochmal ein Sync. Okay, 3, 2, 1, go. Boom, jetzt hat alles funktioniert. So sieht's aus. Also, 20 Uhr, Sky, der Human-Spieler vom Team World Elite, war er zumindest den Großteil seines Lebens. Und auf der 14 Uhr Startposition, TH als Nachtelf unterwegs. Und wir sehen schon mal was Interessantes. Yo, Late Altar, Neutral Hero Build Order. Hier, der Engine of War schon zum Creepen bereit am Merchant. Das ist ja auch jetzt nicht der berühmteste Spot für den Engine of War, würde ich mal sagen. Meistens eher hier gebaut, am kleinen orangenen Spot, um das da zu creepen, aber er geht hier direkt drauf. Und ja, ich bin gespannt, was hier für ein Hero kommt. Ich würde sagen Dark Ranger. Ja. Wow. Denke ich auch. Ich meine, grundsätzlich ist das natürlich sehr greedy, was er da macht. Allerdings erwartet man ja natürlich vom Human immer, dass er hier mit dem Fast Creep direkt ans Goblin Laboratory geht. Macht Sky aber nicht. Er denkt sich so: Naja, wenn du meinst, du kannst da creepen, dann teste das mal. Aber das wird nicht so funktionieren. Und TH hat noch keinen Hero. Das macht mir gerade so ein bisschen Sorge. Ah, jetzt hat er ihn. Und es ist der Beastie Boy. Sehr interessant. Nice Detonate hier vom Wisp. Und ja, TH lässt den Creep auch erstmal sein, baut hier erstmal ein paar Archer und stresst mal so ein bisschen mit seinem Bären. Ja, ich bin sehr gespannt, was das soll hier mit dem Beastmaster. Ich kann mir nichts Großartiges vorstellen, außer natürlich Harrisman. Vielleicht hat er gedacht, okay, wenn mein Kontrahent da jetzt zum obligatorischen Laboratory-Spot geht und die ganzen Militia angeschlagen zurückkommen und ich dann das Quillbeast dahin schicke, dann kann ich da 2, 3 abgreifen. Das kann allerdings ein Demon Hunter genauso. Und ansonsten, also auf T2 ist ein Beastie ganz okay, würde ich sagen, aber als First Hero. Ja, keine Ahnung, vielleicht will er auch einfach nur Stampede-Action sehen. Man weiß es ja nicht. Wir sehen auf jeden Fall einen zweiten Ancient of War von TH und zwar am Mercenary Camp. Der Human begibt sich jetzt hier erstmal mit dem grünen Spot vor seiner Base zufrieden. Ich bin mal gespannt. Er baut hier ziemlich viele Footies, hat auch genügend Worker eigentlich am Start. Das Quillbeast hier in der Main nervt so ein bisschen, aber wirklich was ausrichten wird es nicht können, denn es wird auch bald verschwinden, nämlich jetzt. Und wir sehen auch den Beastmaster am grünen Spot hier mit den kleinen Gnoll. Wir sehen vor allen Dingen Minions. Militia Creep an Genau. der Natural. Also ja, ist so ziemlich natural, würde ich sagen. Entweder hier oder hier ist ja beides irgendwie relativ gleich nah. Also Fast Exe Action auf TM. Das sieht man von Humans ja auch nicht so häufig, würde ich sagen.
Ihr müsst mal kurz sagen, ob die Ingame-Sounds zu laut sind, dann stelle ich sie runter. Klaus plus 9, ja, da gibt's auf jeden Fall Besseres, allerdings auch Schlechteres. Und was macht jetzt der Beastmaster? Er creept endlich seinen AOW-Spot. Natürlich richtig dickes Paket, aber kommt von links schon der Arc-Mage rein. Level 2 für den Beastmaster, damit endlich, was heißt endlich, den Falken relativ fix am Start. Aber er hat noch nicht das Item-droppende Creep gekriegt in der Zeit und das hat Sky-Timing-mäßig richtig gut gemacht. Ja, vor allem hat er sein TP verkauft und sich einfach Boots und Stuff of Teleportation geholt, was richtig cool ist hier von ihm, aber der Beastmaster holt sich halt auch ein Stuff, also da bin ich immer sehr gespannt, was da gleich passieren wird. Die ganzen Archer kommen jetzt hier zurück, werden wahrscheinlich versuchen hier ein bisschen Stress auf dem Arc-Match zu machen, aber der hat halt das dabei, mit dem er gerade schon einen Archer gekillt hat. Und wir sehen TH hier im zweiten AOB, fängt jetzt hier an Huntress zu bauen. Hui. Sehr interessant, also da bin ich schon richtig gespannt. Die Huntress Hall auch in der Mainbase von TH, der ist auch noch nicht im Tech. Die Echse von TH wird jetzt gerade hochgezogen. Und da ist der Beastmaster am Start mit einem Quillbeast. Wird hier versuchen, den Arcane Tower abzubrechen. Das schafft er allerdings nicht. Sollte hier jetzt auf den Footman gehen, macht er auch. Und den wird er auch töten. Damit XP, easy XP hier für den Beastmaster. Der Arcane Tower ist allerdings bald fertig. Deswegen muss er da bald mal das Weite suchen. Und jetzt wird er sich hier nochmal ein Footy abgreifen, denke ich. Mit Boots of Speed sollte er schnell genug sein. Da kommen nochmal zwei Militia nach von Sky. Und die erste Huntress ist jetzt auch hier mit dabei. Aber ich denke, das sollte nicht reichen. Gerade mit dem Mass Repair wird der Arcane Tower höchstwahrscheinlich fertig werden, jawohl. Und dann muss er sich jetzt eigentlich auch zurückziehen. Sonst verliert er hier sein... er hat gar keinen Mana mehr. Aber macht jetzt hier weiter Stress auf die Peasant Line mit seinen Huntress und mit den ganzen Archern, die mittlerweile auch mit am Start sind. Und ja, jetzt muss sich zwar der Beastmaster kurz zurückziehen, auch der Archer wird hier schon rausgemicrot, aber TH kann auf jeden Fall richtig gut Stress machen. Jetzt ist hier die dritte Huntress schon mit dabei. Schöne Shadow Melt hier nochmal, aber der Dust of Fear sofort gezündet. Arcmage ist auch schon gefährlich an Level 3 dran. Die nächste Archer wird hier rausgefokust. Also Sky macht das relativ gut, fokussiert sich hier sehr auf die ganzen Archer. Schöner Split von TH hat ihm aber im Endeffekt nichts gebracht, weil Sky das auch super gesplittet hat. Die Archer kriegt er noch weg. Ich weiß nicht, wie es da oben aussieht. Okay, die hat er gekillt. Und damit noch eine Archer entfernt von Level 3. Und da ist das Level 3. Als hätten ich es geahnt. Die Echse von Sky steht. Die zweite und dritte Tower kommt auch. Und ja, also ich würde sagen, er wurde zwar gestresst und hat ein paar Footies verloren, aber das hätte durchaus schlechter ablaufen können. Ja, definitiv. Vor allem, wir sehen ja bei TH immer noch keinen Tier 2 Tag. Also, der committet hier ziemlich hart zu seinen Hunts. Das Level 2 Warchant Mantle ist natürlich super geil hier gegen die Unarmored Huntress mit dem Piercing Damage. Und ja, wie du angesprochen hast, die Echse steht, die läuft auch. Tier 2 Tag wird jetzt wahrscheinlich auch demnächst irgendwann kommen. Der braucht jetzt vielleicht noch ein, zwei Arbeiter hier in der Main für seine Holz, für sein Holz-Income. Und dann ist er eigentlich good to go. Jo, er hat ja noch ein paar Holzworker bei der Axis. Ich hatte mich schon gewundert, warum er so viele Worker mit nach unten gezogen hat. Aber es gefällt ihm wohl besser, weil der Wald da ziemlich dicht dran ist und so. Jetzt kriegt der Beastmaster endlich den großen Forest Troll Warlord. Damit auch das Item Rune Brace ist natürlich richtig scheiße. Verkauft er auch direkt. Ich wollte gerade noch philosophieren, ob er es vielleicht für den Mountain King behalten soll. Aber, aber da kam er mir zuvor, der Gute. Hat er mich von einer falschen Prediction bewahrt. Das ist ganz nice. Der Engine of War fällt hier gleich. Also da will er... wie heißt denn das in StarCraft auch noch, wenn man sowas macht? Was denn? Proxy irgendwas oder so? Ach ja, Proxy, ja, ja. Ja, also das will er hier auf jeden Fall mal schön unterbinden. Ja. Aber die Huntress halten da jetzt gegen, schaffen es aber timingmäßig nicht rechtzeitig. Und ich würde sagen, alle Karten momentan in Skys Hand, immer noch kein T2-Tech von TH, immer, also jetzt kein zweiter Engine of War. Hat er überhaupt noch einen? Ja, der hat den ersten beim Creepen verloren, hat hier allerdings die Echse. Er hat echt keinen mehr, aber er baut hier oben den Tree of Life, ja. Aber so ganz ohne AOW ist halt auch kacke. Er hat jetzt allerdings seine Dire Cool Beast mit am Start, wird sich jetzt hier nochmal schnell einen Footy gönnen. Und der Beastmaster ist halt schon Level 3,5, also das ist gar nicht mal so übel. Die eine Huntress macht jetzt hier drüben die Scout Farm kaputt. Der Arcmage gurkt hier so ein bisschen über die Map, hat eine Imbu Potion und eine Scroll of Healing im Inventory. Also ziemlich krasse Items hier. Und jetzt geht's hier in die Mainbase rein und die Quillbeasts machen natürlich einen super Schaden gegen die im Aufbau befindlichen Tower. Und reißen die hier auch direkt ab. Also das kann sich hier Sky erstmal abschminken, dass er hier die Tower hochzieht. Einer wird jetzt allerdings fertig werden. Aber die ganzen Footies gehen natürlich gegen die Huntress down wie nix. Das Water Element macht hier nochmal einen guten Job. Aber ja, Beastmaster schon gefährlich an Level 4 dran. Also... TH kriegt hier einiges raus. Jo, dann kommt gleich der Donnerfalke.
Und dann gibt's Magic Damage auf die Footies, das ist natürlich auch richtig nice. Also die Age hier mit dem First Hero Beastmaster doch nicht die schlechteste Wahl auf dem ersten Blick. Nee, jetzt aber der Tier 2 Tech von Sky an seiner Exe. Auch bei TH, weißt du, ohne hinzugucken, weil ich's reade, aber er macht es natürlich nicht. Nee, er baut eine Exe noch auf 3 Uhr, die zweite. Oh ja, stimmt. Also, aber er hat halt trotzdem mehr als genügend Ressourcen, um zu tacken. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Er sollte jetzt auch vielleicht nochmal einen Moonbell bauen. Allerdings, wenn gleich sein Tree fertig ist, hat er ja wieder Supply frei. Und er hat halt immer noch kein AOW. Doch, einen hat er nachgebaut. Hier am Goblin Laboratory. Und er hat sogar zwei. Der andere ist hier oben beim Mercenary Camp. Da creept er jetzt auch direkt. Und wird sich jetzt hier auch ganz locker Level 4 holen. Und jetzt gibt es hier Mass... Summons werden hier gekauft von Sky und das ist ein Riesenfehler, denn die werden alle direkt abgegriffen. Mann, der Mastgolem geht down. Oh Mann, das war Gold, richtig schön wasted. Und jetzt geht's hier auf den AOW drauf mit dem Archmage und dem Mortal Mantle, aber der Archmage kriegt richtig ins Gesicht von der Night Elf Army. Der AOW fällt aber in diesem Moment und das Mortal Mantle wird wahrscheinlich auch nochmal wegkommen. Der Archmage aber immer noch im Problem, also der muss gleich mal das Weite suchen. Jetzt wird er hier wahrscheinlich den Creepspot schnell finishen, der gute TH. Und dann mal schauen, vielleicht taggt er dann irgendwann mal. Jojojo, das war ganz schön knapp mit dem Archmage gerade. Hatte noch kurz den die Teleport-Szene da mir angeguckt und das waren so 20 Hitpoints oder so, die ihm da gefehlt haben. Also Hut ab hier für die Sicherheit und die Ruhe, die er da gezeigt hat. TH momentan auf 44 Supply, Sky auf 37. Und ja, also jetzt immer noch kein Tag. Er baut jetzt zwar einen Shop, aber... Okay, er muss jetzt natürlich erstmal die Echsen frei creepen und so, aber... Dann hat er drei Echsen, aber immer noch nur Hans, ne? Das ist sehr, sehr seltsam, was er hier spielt. T2-Tag von Sky fast fertig. Da werden dann höchst... Oh, da kommt eine Blacksmith. Rifler Caster. Ja, gut möglich. Aber 100 Supply Hans, ich meine, das ist halt auch nicht so schlecht, ne? Jetzt verliert hier allerdings sein Forstrap Berserker, das gefällt mir nicht so gut, aber das war ein bisschen unlucky mit dem Endsnare. Und Level 4 für den Archmage, das Mortal Mantle wird nochmal down gehen. Weitere XP hier für den Beastie und der ist Level 5! Ja, ich habe mich auch gerade gewundert, what the fuck, wie schnell hat er diesen Beastmaster hochgekriegt? Richtig starkes Creeping und immer schön viele Units gekillt in den kleinen Fights, die es hier gab. Also Hut ab nochmal hier Anti-Age. Bin gespannt. Okay, der Archmage hängt halt ein ganzes Level jetzt hinterher. Hat noch zwei Mercenaries, hat er gesichert sich. Und jetzt kommt hier das Double Arcane Sanctum an der Echse. Und die Riflemen kommen dann höchstwahrscheinlich aus der Main Base. Und dann bin ich gespannt, was es für ein Second Hero gibt. Ah, die Naga ist schon am Start. Ja, ist irgendwie so ein Durchschnitts-Hero, ne? Also normalerweise pusht man da ja mit und mit Exo, mit Towern und so vielleicht noch. Ja. Vor allem Sky auf T2 hat das immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber ja, ich weiß nicht so genau, ne? Ja, vor allem, wenn halt TH irgendwann noch Bock hat zu techen, also ich meine, der techt wenigstens schon mal auf Tier 2, und er halt dann irgendwie Bären spielen sollte. Boah, ich weiß nicht, also Fork Lightning ist zwar ganz cool und so, aber halt gegen Bären jetzt eher nicht so strong. Und die Raging Quilbys, Alter, die rasten hier richtig aus, Mann, was ist denn los mit denen? Die machen hier die Guard Tower, die halt, ich weiß nicht, die haben 5 Armor, und der ist denen egal, die machen die einfach kaputt, ne? Jo, mit Bloodlust rocken die auf jeden Fall richtig. Ich frag mich, warum er den Falken noch nicht spielt. Aber wie viel die auch aushalten mit ihren 600 Hitpoints und 0 Armor. Ist unglaublich. Natürlich haben sie Medium Armor und da ist das gar nicht so schlecht gegen Tower. Aber mir fehlt bisher noch so ein bisschen der Falke. Das wäre ideal gegen die Tower gewesen. Jetzt kriegt er hier den nicht gefinished. TP rein von Sky. Aber die Base ist auch mehr oder weniger offen. Allerdings nicht mehr so viele... nicht mehr so viele Huntress dabei. Der Kampf Quilbys gegen den letzten Tower entscheidet der Tower mit Hilfe der Worker für sich. Jetzt haben wir hier auch einen Workshop. Mortars, Priests und Pendant of Energy liegt darum. Nice, nice, nice. Ah, die Hans haben parallel gecreept. Genau. Richtig schön von TH. Ja, das ist richtig geil, ne? Er läuft halt mit dem Tree of Life dahin und creept halt währenddessen er da Stress macht. Noch mit den ganzen Huntress hier den Spot frei, Pend of Energy. Also da kann er sich einen schönen Second Hero gönnen, wenn er möchte. Oder einfach nur mit dem Beastmaster. Ich meine, wenn der halt unendlich Quillbeasts sammelt und, weiß ich nicht, das ist halt schon ein bisschen böse so. Und Sky halt ohne wirklichen Dispel. Hat jetzt einen Frost for Shadow Priest. Klar, hat er gleich Rifler Caster. Zumindest mal Caster und er baut Mortars, okay. Aber
Ja, weiß ich nicht. Also er hat jetzt hier zwei Priests am Start, die haben das Adept-Training, das ist alles gut und recht. Aber da kommt hier halt auch TH, ne? Und jetzt ist der Donnerfalke hier mit dabei. Und jetzt geht's halt hier direkt wieder rein mit dem Splash-Damage und so, ist halt auch ganz cool. Das Mortar-Team steht hier ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das wird da nicht so viel machen können. Wird auch direkt mal rausgefokust hier und geht auch down. Also da bringt auch der Heal nichts und das nächste Cool Beast ist mit dabei. Da kommt jetzt direkt der Display, aber boah, 600 Hitpoints, das ist dem einfach voll wurscht, ey. Der Shredder hier hinten drin wird auch gut angegangen. Fork Lightning jetzt von der Naga Steve, die direkt Level 3 erreicht. Hat eine Scroll of Healing mit dem Inventory. Der Archmage hat auch eine Scroll. Aber ja, TH will hier einfach nur XP sammeln, scheint so. Und möglichst nah an Level 6 rankommen. Und jetzt zieht er hier auch sein TP, geht hier nochmal raus, hat ein bisschen Schaden gemacht, alles gut. Die frühere Mainbase von Sky sieht aus wie Dresden 45. Alles ist kaputt, überall liegen... Ja, okay, Leichen ist jetzt nicht so schön, aber die Peasant-Line ist komplett kaputt und damit natürlich auch jetzt ein riesen Economy-Vorteil für TH. Und er hat die drei Goldminen am Laufen. Sky im Gegenzug nur eine. Und, ja, also die Unit-Kombo ist natürlich cool mit Mortars Caster gegen nur Huntress, weil das Siege-Damage rockt halt übelst, aber bis er erstmal eine Fight-Pose gefunden hat, das hat man gerade gesehen da in der Mainbase, wie lange es gedauert hat, bis die Mortars irgendwie einen Safe-Spot gefunden haben, natürlich auch bedingt durch den Hawk und die Quillbees. Jetzt kommt der Panda noch mit dazu, also ich weiß nicht, ob die so ein schönes Leben haben hier in Zukunft. Aber jetzt sind auch die ersten Sorceress dabei, Level 5 für den Arc-Match. Und dann ist das natürlich schon ganz cool. Also ich meine mit Sloan so gegen die Hans. Aber TH jetzt halt auch mit Triple AOL am Start. Zwei in der Base, einer da oben an der Echse. Und pumpt jetzt hier scheinbar Mastryaden. Also da bin ich nicht so der Fan von. Er sollte schon eher auf Tier 3 gehen und dann mit Bären und ein paar Dryaden zum Sloan einfach drüber fahren kurz. Also ich weiß nicht, worauf er da wartet. Und das Quillbeast, ne? Rastet komplett aus. Nimmt einfach mal noch zwei Priests, drei... Mortars und ein Arc-Match mit. Wie schnell das auch ist, ne? Trotz Slow, Alter. Ja. Und wie viel Schaden das halt macht. So, oh, jetzt Mann, weiß aber Sky anscheinend von der Echse und geht direkt hin. Also ziemlich, ich kann mal gucken auf der Map, wie viel er weiß. Okay, er weiß nichts von der zweiten Echse und er wusste auch nichts von der Echse da oben. Und jetzt geht's hier direkt wieder in den Fight. Ich weiß nicht, ob das nicht zu wenig Huntress vorne drin sind. Die Mortar starten gut, der Breath of Fire trifft auch nicht alles. Also muss er sich mal gucken, wie das hier so läuft. Ah, jetzt ficken die Mortars halt übelst. Er muss da hinten irgendwie reinkommen. Die Naga Sea Witch in so kurzer Zeit auf Level 4. Da könnt ihr mal sehen, was die Huntress hier an XP geben und wie die gefickt werden momentan von den Mortars und den Zorgs. Ja, da wird nochmal ein Mortar rausgenommen. Der Beastie Boy ist nah an Level 6. Das Mortar und die ganzen Caster nehmen jetzt hier nochmal den Ogre-Mauler auseinander. Also, TH kann hier eigentlich im Moment nicht fighten. Pumpt jetzt hier Dryaden wie ein Irrer. Wird jetzt hier auch direkt mal versuchen, den Spellbreaker rauszunehmen. Nächstes Quillbeast hier gesammelt, aber gerade gegen die Spellbreaker hat er eigentlich nichts. Und die Mortars, die machen halt von hinten den richtig schönen Damage. Er muss jetzt eigentlich auch direkt mal hier die ganzen Mortar-Elementals dispen. Was ist da los? Wo ist das Abolish Magic von den Dryaden? Ja, jetzt kommt sie endlich rein. Also das war halt auch viel zu spät. Noch ein Wassertaure mit am Start. Und also das sieht gerade gar nicht so gut aus für den Nachtelfen, der hier zwar quasi drei Bases hat, aber ja, er kann halt nicht wirklich was machen. Jetzt kommen hier die offensiven Tower vom Human und auch Stampede! Der Beastmaster ist ein Problem. Stampede rockt da rein, ich habe es nur ganz kurz gesehen, hat auch nicht zu viel getroffen. Da rauscht nochmal eins rein. Es ist so schön, das zu sehen, die kleinen Eidechsen, wie sie da laufen. Aber es war vielleicht nicht die beste Pose, er hat das allerdings jetzt mit seinem Ultimate komplett abgebrochen, diesen, ja, Tower Rush auf die Echse. Ja, und ja, er kauft sich jetzt vor allem halt viel Zeit, also jo. Wenn er jetzt noch irgendwie so 5 bis 10 Dryaden rauspumpen kann, was er jetzt auch gerade hier fleißig tut, mit dem ganzen Dispel gegen den Slow, gegen die Ward Elementals, ich bin mal gespannt, ob wir hier ein Book of Retraining sehen auf dem Arc-Match. Also ich habe gerade nicht aufgepasst, er hat irgendwas am Shop gekauft, aber ich weiß es nicht genau, was es war. Ich habe es auch nicht gesehen, könnte eine Scroll oder ein Pot gewesen sein. Wir werden es auf jeden Fall sehen, aber ich weiß nicht, ob Blizzard hier so smart ist gegen bisher nur Mastryaden. Jetzt kommt allerdings der T3-Tag und Sky macht anscheinend wieder Anstalten, hier mit dem ganzen Mercenary-Support nochmal Go zu machen. 75 Supply für ihn, bei T-Agents 78, also beide knapp unterm High-Upkeep natürlich, also so groß wie eine
Army meistens einfach nur sein kann. Und wieder geht's in den Fight. Sofort wieder Donnerfalke. Der macht aber noch nicht so viel Schaden. Ich hätte mir das schlimmer ausgemalt. Und jetzt kriegt der Beastie aber hier ordentlich aufs Maul mit seinen 1000 Hitpoints. Bald alle weg. Irgendwas an der Echse hier, was spektakulär ist? Nee. Also konzentrieren wir uns auf den Go, auf die erste Expo von TH. Die Mortars machen natürlich einen guten Job. Wie kann TH das jetzt hier verteidigen? Ich glaube, die Antwort ist wieder Stampede. Ja, bin ich mal gespannt, aber hat das so einen kurzen Cooldown? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Die Dryaden stehen hier zwar relativ gut, aber ja, er muss halt direkt erstmal die ganzen Mortar-Teams rausfokussen und dazu muss er halt durch die komplette Human-Army laufen. Und da steht er auch richtig schlecht, meiner Meinung nach. Und da zieht er hier auch ein Town-Portal. Also TH muss hier raus, der kann da gar nichts machen. Immer noch ein Mortar-Team mit drin und jetzt wird er hier direkt die Echse verlieren und den Ancient of Lore. Da werden auch übrigens die ersten Druids of the Claw schon gebaut. Also der Tier-3-Tag ist ja durch. Wir haben hier noch nicht ganz durch. Das Adept-Training wird jetzt allerdings gleich angefangen. Also er wird jetzt wahrscheinlich eine Echse verlieren. Das ist okay für ihn. Ja, finde ich auch. Er muss sich jetzt halt darauf konzentrieren, schnellstmöglich eine große Anzahl Bären zu haben. Das geht mit Double Ancient of Lore noch relativ gut. Aber guck dir mal die Naga an, Alter. Level 5. Wie schnell ging das bitte Richtung Level 5? Ist ja unglaublich. So, jetzt hier noch ein Ancient of Wind und ein Ancient of Lore, währenddessen die Belagerung von Sky weitergeht. Der will das jetzt den Sack zumachen. Oh, er geht direkt mit Mass Teleport einfach in die Nachtelf-Basis rein. Was ist denn los mit ihm? Richtig krasser Move jetzt. Das Master Training hier wird gerade angefangen zu erforschen. Stehen da schon irgendwo Druids of the Claw, ist die Frage. Nein, ich sehe noch keinen einzigen. Oh Mann, und jetzt werden hier die ganzen Moonmills eingerissen und jetzt kann er auch gleich keine bauen. Der eine Druid of the Claw, der jetzt hier im Ancient gleich fertig ist, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch mit rauskommt mit den ganzen Mortars, die da draufballern. Ne, der kommt nicht mehr raus. Noch ein Ancient of Lore wird hier angefangen zu bauen, aber auch das wird nicht reichen. Und jetzt baut er hier an seine Expo Ancient of Wonders und drei Moonmills und die Naga haut direkt wieder ihren Forklightning rein. Es geht direkt wieder auf den Beastie Boy und jetzt kommt hier Stampede, aber er hat keinen... Oh, jetzt muss er die Infopots finden und das Ulti abbrechen. Das war ganz bitter hier. Level 4, aber auch schon für den Brewmaster. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich habe auch noch nicht so viel von ihm gesehen. Aber das sieht richtig gut aus für Sky. Jo, der plättet jetzt hier einfach die komplette Mainbase. Währenddessen läuft natürlich seine Expo. Der gute Mann hat 78 Supply, unfassbar gute Heroes mit 6,5. Hat eine schöne Blockerline hier stehen, sind zwar noch nicht getaggt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Richtig viel Damage-Output hinten mit den drei Mortars, also die... hat er die Goldmine gerade kaputt geschossen? Oder ist die einfach leer? Ne, ich glaube, die ist leer, weil okay. Die in der Main von Sky hat noch 740 und das müsste durch den Harass und so müsste das quasi passen. Ja, und jetzt geht's halt auf den Tree of Eternity und der wird jetzt hier erstmal uprooted und mass-repaired. Mit dem will er jetzt scheinbar hier reingehen. Von hinten kommt er wieder mit seiner Army, geht direkt in die Mortar-Teams rein. Breath of Fire, der saß ganz gut, muss ich sogar sagen. Jetzt kommen hier die ganzen Summons vom Beastie Boy wieder hoch. Die werden allerdings auch dispelt, beziehungsweise der Versuch davon. Der Beastmaster wird sofort wieder angegangen, hat sich jetzt hier sogar noch einen Orb auf einen besorgt. Auch der Pandan Brewmaster steht da vorne jetzt ein bisschen schlecht, hält sich hier nochmal an den Moonbiss. Aber er kann es noch halten, noch kann es TH halten, nochmal hier die Dispels rein. Aber ja, ich weiß nicht, die Army von Sky scheint hier einfach zu stark zu sein. Oh Mann, ey. Er hat da jetzt relativ viel verloren in der letzten Szene, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht, warum der Beastie da immer so mitten reinrennt, so völlig Brain-AFK, rennt er in die Mitte der Army und kriegt dann natürlich unfassbar viele Free-Hits. Vielleicht will er sich positionieren für Stampede. Das geht allerdings auch anders. Und jetzt, was jetzt fehlt hier das Mass Repair! Und da kommen die Mortar-Schüsse. Zack, Tree of Eternity down. Und damit sieht das noch weniger gut aus als gerade eben schon. Normalerweise ist es ja die Free-Echse. Die hätte er auch locker hier vielleicht nochmal hinschieben können oder jetzt zum Red Spot oder so. Hätte natürlich eine Zeit gedauert, aber okay, er hätte eine freie Echse gehabt. Und jetzt, ja, bumm, sieht das richtig scheiße aus. Noch immer kein Level 7 Beastmaster. Daran seht ihr mal, wie wenig er eigentlich gekillt hat in letzter Zeit. Und die Nagas fast 6. Ja, und hier auch der eine Druid of the Claw wird von der Sorceress geslowed und direkt Mass-Teleport, um den Bär zu töten. Oh, er ist richtig aggro. Er hat halt auch keinen Staff of Preservation, der Nidef. Also ich frag mich halt, hallo, warum? Also das Ding kostet halt nicht viel. Und jetzt geht's hier an die Echse von DH, der kann halt nur Dryaden bauen, weil er kein Tier 3 mehr hat. Oh, das ist so bitter. Aber er hat jetzt nochmal ein Rejuvenation abbekommen. Von wem? Hat er
Druid das gerade noch rausgebracht, bevor er gestorben ist. Das scheint so. Auf jeden Fall hat der Beast wieder ganz gut HP. Jetzt geht's hier wieder auf das Quill Beast und jetzt kommt halt hier der Go auf die zweite Hexe von TH und die muss er halten, weil sonst ist hier Game Over. Der Beastmaster rennt direkt wieder vorne rein. Was macht der Junge denn? Wird hier direkt wieder gefokust des Todes, hat hier kaum noch HP. Die ganzen Druiden mussten reinrennen. Auch der Panda rennt da rein, einfach so. Wird gefokust, geht down. Level 6 für die Naga, Level 7 für den Nagamensch. Der Panda, der Beastmaster steigt den nochmal auf und die Naga macht hier einfach alles kaputt. Der Slow ist viel zu mächtig hier gegen die ganzen Units vom Night Elf, vom TA, von TH. Der muss hier richtig aufpassen. Jetzt geht auch nochmal auf den Ogre Mauler. Das Quillbeast wird nochmal gekillt. Auch das Water Mantle wird nochmal dispelt. Die Troll Berserker werden nochmal gekillt. Der Spirit Hawk macht hier einen ganz guten Job eigentlich, muss man sagen. Aber die Mortars sind halt einfach viel zu krass. Die haben so einen harten Damage gemacht. Und ja, das kann er jetzt hier sogar nochmal saven, das eine Mortar, auch das andere wird nicht down gehen. Und ja, jetzt ist halt nur noch der Beastmaster da. One Beastmaster to rule them all, Fragezeichen. Er kann auf jeden Fall nichts mehr nachbauen. Er kann, ich guck mal kurz auf seine Economy. Okay, er könnte noch ein bisschen was bauen. Ich glaube, das macht er hier auch, Tree of Life, oben auf ungefähr 12 Uhr. Ob das seine letzte Rettung ist, wird man sehen. Aber der Beastmaster, wie viel Schaden der einfach kriegt die ganze Zeit. Der musste eine Sekunde in Range stehen, bumm, Hälfte AP runter. Das ist echt übel. Und ja, so wie es aussieht, verliert Sky hier wirklich ganz, ganz wenig nur. Ja, jetzt werden hier nochmal ein paar Reinforcements abgegriffen von TH, aber das stört Sky gar nicht wirklich. Er killt hier einfach alle Producing Buildings und ja, TH baut nicht mal seinen Panda nach. Zieht jetzt hier nochmal ein Tree of Life hoch an seiner ehemals zweiten Exit. Jetzt kommt hier nochmal Stampede durch, aber Sky dodgt das einfach richtig stark. Also das macht halt gar keinen Schaden hier und ja, jetzt wird hier nochmal das Watch and Mantle gedispelt. Der eine Spellbreaker sollte nochmal down gehen, jawohl. Das Mortar sollte auch gleich nochmal rausgenommen werden. Das läuft halt direkt durch die Stampede durch. Das ist ein bisschen unglücklich. Auch die Spellbreaker kriegen gerade nochmal ein bisschen Schaden. Das Stampede läuft halt immer noch. Das ist echt nicht schlecht gemacht von TH, da wieder reinzulocken. Da hat er bestimmt einiges Gutes an Damage gemacht und auch mit Breakern gegen Dryaden zu fighten ist halt nicht so ganz easy, weil die Dryaden meiner Meinung nach schneller sind und man dann immer so ein bisschen kiten kann. Staff eingesetzt, aber wohin hat er sich gestafft? Zum Moonwell. Okay, geh jetzt nochmal shoppen. Vielleicht ein Invo-Pot oder so? Kann sein. Nee, Tomb of Retraining? Was? Ja. Jo. Bashbear, maybe, als für Normal Damage gegen Spellbreaker. Der Hawk hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Und da ist der Bashbear! Alter Schwede! Also, wenn er die Bären schon nicht. Der hat ja Blink, ist ja abgefahren. Man sieht das ja so selten. What? Aber er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn ich die Ancients of Lore nicht hochkriege und da Bären rauspushen kann, dann nehme ich halt meinen Beastmaster, ne? Weil ohne Bären geht hier gar nichts. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also die Echse oben läuft gleich wieder. Bei Sky sind noch 120 Gold in der Echse und der macht keine Anstalten, irgendwie noch eine hochzuziehen. Holt sich jetzt zwar den Red Spot, aber wenn er die Echse gleich nicht durchkriegt und da ohne Gold steht, ja dann holla Maria, sieht's aber auch schwierig aus. Ja, TH braucht jetzt auf jeden Fall Mercs. Also er muss sich hier am Mercenary Camp und da steht halt leider noch der Creepspot. Er braucht einfach frische Units jetzt hier. Jetzt werden hier nochmal Militia reingezogen und die kann aber TH auch direkt abfangen. Und er steht halt auch direkt in den Mortars jetzt hinten drin mit seinen ganzen Dranen. Der Bashbär direkt vorgeblinkt. Hier aber schön das Dispel auf den Bär und der ist halt direkt wieder weg. Das ist ein bisschen ungünstig. Allerdings noch ein Mortar kann hier gekillt werden vom Level 8 Beastmaster mittlerweile. Und das Quillbeast hier vorne zieht halt auch richtig viel Fokus quasi. Jetzt werden hier nochmal ein paar Peasants getötet. So wirklich bringen tut das jetzt nichts. Der Panda ist aber mit einem Startlevel 4,5. Also das ist schon ganz ordentlich. Mal schauen, aber er zieht halt keine Producing Buildings hoch. Jetzt kommt ein Ancient of War. Und ich denke nicht nur einer. Oh, die gute alte, weiß ich nicht, WC3L Finals 5 Taktik oder so. Mass AOWs ist natürlich ein probates Mittel jetzt, ne? Wenn er die Zahl der Mortars niedrig halten kann, dann fehlt ihm halt einfach der Damage. Die Spellbreaker kassieren ordentliche Watschen von den großen fetten Teilen. Und wenn der Bashbear dann auch noch mit drin steht, müssen wir mal gucken. Der Panda jetzt auf jeden Fall vorne drin, kriegt so ein bisschen Mana geburnt da vorne. Relativ unglücklich. Und kassiert auch schon wieder die Hälfte seiner Hitpoints da einfach weg, ne? Verrückt. Ich würde gerne einen Cyclone sehen. Oder einen Tornado sehen. Das haben wir auch, glaube ich, in der Top 100 noch nicht gehabt. Und wenn schon mal eine Naga auf 6 ist, ne? Why not? Jetzt die Echse von Sky. Also er versucht's hier. Und momentan hat TH definitiv nicht die Mittel, die abzubrechen.
Bis die Ends. Ja, da steht der Beastmaster. Ja, gut, das ist richtig mit zwei Quillbeasts, aber da kommt auch das Mass Teleportation dazu. Ja. Und er kann es einfach dispeln. Das aber schöner cool. Split! Nochmal. Jetzt hat er zumindest ein Quillbeast noch drin. Vielleicht kann er was abgreifen, so die Passens oder so. Hat er ein bisschen spät reagiert, vielleicht. Aber er verschafft sich halt massig Zeit, jo. Ne? Also der Panda ist jetzt hier, läuft ein bisschen komisch über die Map, sag ich mal. Und jetzt halt direkt wieder der Mars Teleport an, einfach auf den Spellbreaker. Und jetzt stehen da die ganzen AOWs und da werden versucht, Hans rauszupressen. Oh Mann, er hat jetzt halt auch gar kein Dispel mehr, weil er, glaube ich, doch zwei Dryaden hat er noch gegen die Water Elementals. Jetzt hat er sich hier oben endlich mal Max geholt. Die laufen jetzt auch schon Richtung unten, aber direkt wieder slow auf den Beastmaster. Und er kriegt halt direkt wieder ins Gesicht, dass die Dryade geht auch down. Oh Mann, das sieht gar nicht gut aus. Und die Huntress werden hier auch direkt geslowed. Die kamen hier raus und kriegen direkt das Slow up und eine wird auch direkt fallen. Jetzt kommen hier nochmal Mercs dazu. Ach nee, das sind die, die ich oben gerade gesehen habe. Und der Beastmaster und der Panda versuchen jetzt hier nochmal an der Extra was zu machen. Aber ja, Sky ist einfach so mobil. Katka's Gem of Health übrigens auf dem Arc-Mage. Also auch über Hero Focus wird es da richtig schwer nochmal zurückzukommen. Ja, ich weiß nicht. Wenn er den Panda vielleicht irgendwie auf 6 kriegt, aber das sind halt noch anderthalb Level, ne? Ich weiß nicht, wie er das regeln soll. Der killt halt kaum was. Guck mal, 44 Supply für TH, 45 für Sky. Okay, das sieht deutlich mehr aus, was er da hat. Natürlich ist noch einiges in den Producing Buildings. Jetzt Fokus mitten auf den Arc-Mage. Hat er jetzt aber auch wahrscheinlich den Cutcast Gem of Health gesehen und dachte, oh fuck, blöde Idee meinerseits und bricht das sofort ab. Verliert den Ogre-Moller nochmal an die Naga und die Breaker und damit das nächste mit Normal Damage raus. Also er kriegt kein probates Mittel, um da irgendwie durch die Breaker durchzukommen. Wobei, jetzt sind es noch 2, 3 oder so. Aber er kommt halt einfach nicht dahin, wo er hin will. Und jetzt geht es wahrscheinlich seiner, ja, momentanen Mainbase, kann man ja sagen, an den Kragen. Ja, da steht eine Huntress. Da stand eine Huntress. Level up nochmal für einen Arc-Mage, Level 8. Und jetzt geht's hier halt wieder auf die Buildings von TH. Und er geht jetzt einfach nochmal mit Stampede in die Echse rein. Und da kommt auch das Mass-Teleport. Aber ich glaube nicht, dass dem Beastmaster das jetzt wirklich stört. Und das kann ganz gut Schaden machen eigentlich, das Stampede, wenn sich Sky jetzt da nicht richtig hinstellt. Aber jetzt kommt hier der Fokus auf TH. Der versucht's mit dem Stab auf Teleportation und kommt raus. Holla, die fucking Waldfee. Das war verdammt knapp. Da hat man mal gesehen, wie krass... Oh, direktes TP! Aber der Stuff war... Wo war denn der Stuff hin? Wieder, ja, ach, seine hier. Alte Main. Alles klar. Oh, krass. Gut, dass er sich nicht zur Netzhöhe geportet hat. Sonst wäre auf jeden Fall tot gewesen. Schöner, schön vorgedacht von TH. Ich wollte sagen, aber kann man mal sehen, wie krass so ein Fork Lightning auf Stufe 3 ist. Gerade auf dem Panda hat ihm einfach die Hälfte der HP geburnt. Jetzt geht's auf die vorletzte Mine von TH. Aber auch hier wieder auf die Town Hall mit Panda auf 5 und so ein paar Mercs. Also vielleicht tauschen sie hier, aber ich meine, Sky ist hier deutlich schneller und kann dann direkt wieder TPen und es müsste reichen. Ja, aber kein Repair! TH hat hier direkt mal noch zwei Mortars rausgeholt. LOL! Und jetzt geht hier die Town Hall da. LOL! Und das ist GG. Er hat 231 Gold, er müsste Items verkaufen. Klar kann er machen. Aber sonst hat er kein Income mehr. Und TH baut hier am linken Rand der Map nochmal ein Tree of Life. Eine Echse steht noch. Tree of Ages sogar wieder. Ja. LOL! Hast du mal gesehen, ne? What the fuck? Mit diesem einen Move holt sich hier TH das Game. Natürlich hat er vorher die ganze Zeit durchgehalten und so. Aber wie. Und, also mit diesen zwei Moves kann man sagen, einmal das Stampede-Angriff-Ding auf die Echse und dann natürlich mit dem Panda nochmal rein. Der Breath of Fire macht so unfassbar viel Schaden an Gebäuden. Ja, und jetzt muss er es halt irgendwie über den Kampf regeln mit Level 7 und Level 8. Ist das relativ schwer gegen den Beastmaster auf 8 und den Panda auf 5. Kriegt er nochmal schön die Boots übergeben, damit er weglaufen kann. Sickes Game! Ja, Shadowmaid jetzt hier von den Huntress. Oh, der Panda wird aber trotzdem down gehen. Jo. Oh, bitter. Der fällt. Das ist richtig bitter, aber er hat so viel Gold, den kann er sich eigentlich wieder kaufen an der Taverne. Ich weiß nicht, ob er genügend Holz dafür hat. Jetzt hat er natürlich keine Boots mehr auf seinem Beastmaster, das ist ein bisschen ärgerlich. Da müsste er jetzt mit der Naga vielleicht aus. Oh, da hat er die Echse gescoutet oben, mit was auch immer. Ich dachte, er hätte so ein Sheep da, weißt du, aus dem Shop, aber war doch ein normales. Jetzt hat er aber nicht genug Damage-Output, meiner Meinung nach, für den Tree of Ages. Hier kommt schon wieder der Bash-Bär an.
zwei. Ja, kein Dispel auch mehr, ne? Gegen den, krass, gegen stimmt. Die Summons. Und da stehen jetzt halt zwei Bären vorne drin. Da wird gleich noch ein Quillbeast kommen, wahrscheinlich. Bash. Und jetzt geht's auf die Naga. Fork Lightning hier auf den Beastmaster. Aber die Naga muss halt jetzt auch aufpassen, wenn die nochmal ein Bash abkriegt. Und da die Waldfield. Jetzt kommen hier Wisps noch mit rein. Vielleicht Detonate hier auf die aufs Water Elemental und auf den Arcmage. Und jetzt geht's weiter auf die Naga. Die hat Probleme. Wo ist der Bash? Der Bär blinkt sich nach vorne, aber kein Bash hier. Und ja, jetzt geht Sky mit seinen Units einfach wieder auf den Tree, aber der Bär verfolgt halt hier die Naga und der Rest von der Army geht halt hier rein. Wo bleiben die Detonates? Oh, detonate doch deine Wisps, mein Freund. Was ist da los? Er will ihn safen anscheinend. Jetzt kommt's und boom! Justify my means! Und weg ist es. Zwei Water Elementals gekillt, das war sackstark und ich dachte, er kriegt den Breaker noch, aber dann doch nicht mehr. Die Naga hat definitiv harte Probleme, dem Archmage geht's relativ gut, vielleicht sollte er den Gemmer übergeben, aber natürlich ist der Archmage das absolut Wichtigste. Flying Machine, ich denke nur zum Scouten, dass hier nicht noch mehr Echsen kommen, ich bin gespannt, ob das gescoutet ist. Nein, die Echse ist nicht gescoutet. Das könnte aber krass werden. Jetzt hier Battle nochmal am Shop, die Naga, kauft sie sich irgendwas? Nee, Fork Lightning nur reingeknallt. Da sollte sich jetzt eigentlich hier nochmal ein Dust holen, aber wenn man halt so wenig Geld hat, er investiert jetzt nochmal in zwei Priests. Oh, ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl ist. Er will halt unbedingt irgendwie Dispel haben, ne? Ja, klar, aber... Okay, jetzt mit der Flying Machine hat er die Kills gekriegt, das war nice. Ah, ja, okay. Aber er hat halt einfach kaum noch irgendwas... Oh, ich weiß es nicht. Der Beastie Boy und der Panda sind jetzt wieder mit am Start. Beastie Boy ist 9, ne? Das ist so krass. Boah, das ist echt übel, Mann. Direkt wieder der Bashbär vorne drin. Aber Drunken Haze und Breath of Fire nochmal richtig schön durchgepfeffert. Und die Naga ist ihr richtige Problem. Oh, was bleibt sie denn stehen? Was bleibt sie denn stehen? Okay, er hat sie jetzt wahrscheinlich auch sonst nicht geschafft, aber... Sick! Jetzt macht er alles kaputt. GG von Sky und TH gewinnt das Game hier. What the fuck? Was für ein Hero-Score. Unglaublich. 75. Ein Level 9 Beastmaster, Mann. Und er macht einfach alles kaputt. Ne? Als wenn es keinen Morgen gäbe, rennt er da rein. Ja. Ja, wie im letzten Game, das Remo und Jupe gecastet haben. Der Bashbär entscheidet hier vielleicht dieses Spiel. Also, das war auf jeden Fall taktisch sehr, sehr stark darauf zu wechseln. Normalerweise könnte man ja denken, okay, die Mortar sind mein größtes Problem, dann habe ich halt den Hawk, dann schicke ich ihn von hinten da irgendwie rein, mach die damit kaputt, blablabla. Hat alles nicht funktioniert, hat sich umstimmen lassen, hat den Bären genommen und der basht und blinkt da wild durch die Gegend. Geil!